Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Ich gehe noch ein bisschen flacher. Schade, nee, ich muss steiler. Entschuldigung. So. Jetzt müsste gleich. Jawohl. Ein zweiter Begegnungsvektor erscheinen. 2,9 Kilometer, das klingt doch fair. Wie schnell ist der Unterschied da? 900 Meter pro Sekunde. Wir haben in der Stage noch 1053 Meter pro Sekunde drin. Das heißt, wir haben eine Burnzeit von 54,7 Sekunden ungefähr. Das heißt, wir müssen ungefähr eine Minute brennen, um 900, also 50 Sekunden brennen, um 900 Meter pro Sekunde auszugleichen. Ja, das kriegen wir hin, würde ich sagen. Kriegen wir alles hin. So, jetzt sollte da hinten irgendwo gleich. Das ist noch ein bisschen weit weg, ne? Ja. Zip, da hinten gleich irgendwo die Raumstation auftauchen. Noch ist es aber nicht so weit. So, jetzt müssten wir sie auch gleich optisch sehen können. Was haben wir noch? 55 Sekunden. Target Retro. Kurz mal eindrehen. Da hinten kommt sie schon. Relativ schnell angerauscht. So, und das werden wir jetzt gleich einmal angleichen, dass wir sie dann hoffentlich auf den 2 Kilometern halten können. Also 50 Sekunden, so, also ein bisschen. Ich könnte es jetzt durchrechnen, aber ich mache das mal nach Bauchgefühl. Ich zünd mal bei 20. Ja, ansonsten Delta V-mäßig Splish für dich als Anfänger. Also im Regelfall solltest du mit 3, 4 in Orbit kommen können. Das sollte kein Problem sein. Jetzt habe ich natürlich vor lauter Gerede vergessen, loszufliegen, aber hey, irgendwas ist immer. Mit 3, 4 solltest du das eigentlich locker schaffen. Wenn du ein bisschen Probleme damit hast, weil du noch zu unsauber fliegst, also keine ordentlichen Gravity-Turns oder sowas machst, nimm so 3, 8, dann schaffst du es auf jeden Fall locker. 3, 4 sollte aber eigentlich auch reichen. So, jetzt müssen wir mal kurz hier aufholen. Wieder. Das passt aber ganz gut. Er ist ein bisschen vorbeigeschossen. Ich glaube, 20 Kilometer war echt gut geschätzt. Ich hätte vielleicht einfach mal bei 20 Kilometer auch den Motor zünden sollen. So, ich gehe schon mal auf manuelle Kontrolle. Wir wechseln von annähern direkt mal in den Verfolgermodus und schnappen uns diese Raumstation. So. Dem Resttreibstoff aus dieser Stufe. Sehr schön. Das ist doch gar nicht so schlecht gelaufen. Jetzt drehen wir einmal den Hobel um. So. Und bereiten uns dann mal langsam aufs Bremsen vor. So, 152. Das dürfte relativ gut gehen. Wir sind ja jetzt nicht mehr so schwer. Ich muss jetzt nur gleich dran denken, dass ich die Alkaline Fuel Cell anschalte, aber das ist alles, glaube ich, recht entspannt, solange wir die riesen Batterien noch hinter uns haben. So, jetzt können wir noch mal ein bisschen die Richtung korrigieren. Da fliegt schon mal der Rest von unserer Rakete weg. So, also einmal. Das eine Nupsi wieder über das andere Nupsi, wie es immer ist. Der Felix dockt schöner. Das ist, freut mich, dass der Felix schöner dockt. Ich habe auch bessere Tage manchmal, aber heute nicht. Heute tüdel ich so vor mich hin. Läuft halt, wie es läuft. So. Einmal gebremst. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir uns doch den Dockingport dort, um diese Rakete anzudocken. So. Dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen in die, nee, in die Richtung. Okay. Gut. Feuer frei. Hätte ich
ich mal gesagt. Retro. Das war schon ein bisschen weit. Ich muss das mal ein bisschen runterdrehen hier. Gut. Zack. Und dann müssen wir darüber. So, mal gucken, wie weit wir mit unseren Trustern hier kommen. Also, erstmal können wir auf jeden Fall ein bisschen drauf zu. Und dann ein bisschen ausgleichen. Na, ein bisschen rüber können wir noch. Zack. So. Hier habe ich natürlich diesmal wieder nicht sauber vorbereitet, aber kriegen wir alles hin. Sieht gar nicht schlecht aus. So. Gut, damit sollte das mit dem Docking auch erledigt sein eigentlich. Den Rest müsste das Raumschiff ohne unsere Zuhilfe schaffen. Weil der Winkel relativ gerade ist. Das heißt, ich beschäftige mich mal mit Bier trinken, während hier das Docking funktioniert. So. Und angedockt. Und Spaß dabei. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir unsere Mission hier abreißen. Der Nico Kerman hat noch eine 1,5 Stunden. Der andere Vogel, mit dem wir unterwegs sind, hat noch 59 Minuten. Das heißt, in 1,5 Stunden können wir die ganze Veranstaltung hier wieder nach Hause bringen. Das heißt, wir können die Zeit eigentlich nutzen, um ein paar Sachen umzubauen. Wo ist unser Ingenieur? Da ist unser Ingenieur. So, das heißt, wir können uns nämlich mal damit beschäftigen, den Kram da ranzutackern. Ach, der hat schon eine Batterie noch im Rucksack. Die können wir natürlich mal anbauen. So. So. Einmal hier noch eine Batterie hin. Oh, haben wir eigentlich noch mehr Batterien mit? Um Himmels Willen. Es ist ja nicht so, als ob wir nicht genug Batterien an dieser Station hätten, ne? Fürchterlich. Es ist viel zu viel. Viel zu viel. Gut, also, hier kriegt man nicht nur einen Flug in den Orbit, hier kriegt man direkt noch einen Aufenthalt auf der Raumstation mitspendiert. So. Und kann zugucken, wie live irgendwelche Raketen umgebaut werden. Gut, und das ist aber von der anderen Seite her, ist es nicht schlecht, dass das jetzt noch einen Moment dauert, weil wir können dann gleich nach dem Umbau ein bisschen die Zeit laufen lassen. Denn jede Stunde bringt uns auch vorwärts im Bereich des Mondes, weil der Mond ja für ein paar Tage in der Dunkelheit liegt, oder die Mondstation. Und so lange können wir unsere Rover-Mission einfach nicht starten, was ein bisschen schade ist, aber so ist es halt vom Timing her. Weil der Rover, wie sie halt so sind, solarbetrieben ist. Ich habe nämlich einen solarbetriebenen Rover gebaut. Verrückt. Völlig unkonventionell, ich weiß. Aber das ist jetzt halt die Quittung dafür, dass wir unbedingt sauberen Strom benutzen wollten. Oder keinen Reaktor erfunden haben bisher. Sagen wir es mal so. So. Ich könnte natürlich die Alkaline Fuel Cell umbauen, aber dann sterben alle in der Station. So. Und deshalb werde ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit runterspielen müssen, bevor wir damit starten. So, aber so lange tackern wir hier noch überall Batterien ran, damit wir auf jeden Fall nachts auch den Laborbetrieb gewährleisten können. Zack. Aber ich nehme an, dass der Laborbetrieb auch vorher schon nicht gefährdet war. Ist aber nur so eine Vermutung. Anhand der ganzen Batterien, die da dran kleben. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen.
Und der Onkelsfan 761 ist jetzt auch ein Colonaut. Hallo und willkommen. So. Zack. Huch, da dreht er sich, da dreht er sich. Noch einer, dann bin ich bei 200 Followern. Ja, dann freue ich mich einfach mal. Dann, wenn es soweit ist. Ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ich mich dann freue. Ja. Und wie gesagt, ich bin mal guter Dinge, dass ich das irgendwie im Laufe des Mais hinbekomme, mich dafür irgendeine Greenscreen-Lösung zu entscheiden. Und dann haben wir auch mal eine Facecam mit dabei. Also ihr habt dann eine Facecam damit dabei. Das ist ja eher so auf euren Wunsch entstanden und nicht auf meinen. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ja, und schon mal eine Vorwarnung am... jetzt lasst mich kurz überlegen. Am übernächsten Wochenende. Also das Wochenende... warte mal, ist das schon das übernächste? Das drittnächste. Ach du Gott, ist ja gar nicht das übernächste. Hey, und der Ripsword ist jetzt auch ein Carbonaut und damit freue ich mich jetzt. Yay, 200 Carbonauten Follower heißt das hier, ne? Follower bei Twitch. Sehr cool. Vielen lieben Dank. Und Naturus, und da sind schon 201 und jetzt höre ich auf, mich zu freuen. Das ist jetzt, ist wieder unrund, das ist es nicht mehr wert. So, wo bin ich hinausgestiegen? Da, glaube ich, an dem Container-Ding. Bei dem anderen Container-Ding, ich weiß nicht, ich glaube, ich war im Aufenthaltsraum und habe gerade irgendwelche Spritzen von Medic gekriegt. So, in 3 Wochen das Wochenende, das ist der, ich weiß es nicht, 6., 7., nee, 6., ja, ich glaube, der 6. ist der Samstag, genau. An diesem Wochenende werde ich keinen Livestream machen, weder am Freitag noch am Samstag, noch am Sonntag, weil ich da nämlich auf besagter Zombie-Apokalypse-Veranstaltung bin. Also nicht zur Verfügung stehe für irgendwelche Livestreams, weil ich schlicht und ergreifend nicht da bin, sondern mit einer Nerfgun bewaffnet durch die Gegend renne. Versuche nicht von Zombies aufgefressen zu werden. Klingt jetzt irgendwie albern, ist es auch stellenweise, muss man der Fairness halber dazu sagen. Aber nicht, dass ihr euch wundert. Das heißt, das Wochenende könnt ihr euch schon mal was anderes vornehmen oder ihr belabert jetzt den Emojack, der da rumsitzt, dass der euch das ganze Wochenende entertaint. Der macht nämlich auch echt gute... KSP-Streams. So, wie viel Science haben wir hier? 0,4. Das brauchen wir noch nicht übertragen. Gut, das heißt, wir haben umgebaut. Das heißt, wir können mal die Zeit nach vorne laufen lassen. So, das geht jetzt hier ein bisschen schneller, weil wir ein bisschen höher sind. Jetzt lassen wir das einfach mal runterlaufen und gucken mal, wie sich der Strom auch so entwickelt. Jetzt. So, eine Nacht durch gleich mal. So, komm, eine Nacht wollen wir noch machen. Einfach nur, um zu gucken, ob der Strom hält. Also jetzt läuft hier alles im Vollbetrieb und wir gehen durch eine Nacht durch und jawohl, okay, also es klappt knapp, wobei jetzt eine Fuel Cell mitgelaufen ist, ne? Ist auch ein bisschen Beschiss, aber ist egal, wir haben ja auch gleich weniger Verbraucher. So, Alkaline Fuel Cell, also die hält aber auch noch ewig und 300 Jahre, gut. Oh, Emojack, da bist du auch das ganze Wochenende nicht daheim. Das ist ja ärgerlich. Dann müssen wir euch alle zu Kynup schicken. Das tut uns leid, aber das ist dann halt einfach so. Müsst ihr bei Kynup gucken. Müsst ihr den bitte mal überreden, dass er das Streams macht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass das irgendwie... Ich weiß nicht, wie der Mond an dem Wochenende steht. Aber wenn ihr ein bisschen Glück habt, ist das irgendwie der... Weiß ich nicht, 7. Tag von hinter der Sonnenwende, an dem ist dann Livestream. Oder so ähnlich. Klärt das mal mit Andi. Ich weiß es nicht. Hab's bedeutet. Ich hab's in all den Jahren nicht begriffen. Irgendwie so. Genau. Egal, wie die Planeten stehen, muss Andi streamen. Egal. Habt gar keine andere Wahl. Sonst geht doch zu irgendjemandem Großen hier irgendwie. PewDiePie oder so. Macht der Livestreams? Ich hab keine Ahnung. Ist mir aber ehrlich gesagt auch ein bisschen egal. So, ich hau mal wieder den Zeitraffer an, um hier Nico Kerman noch zufriedenzustellen, bevor wir den nach Hause bringen. Damit wir all das schöne Geld kassieren können, was uns die Touristen angedroht haben zu bezahlen. Der andere müsste schon fertig sein. Ja, der will schon nur noch nach Hause, der Podgy. Podgy ist übrigens kein Abonnent, um das nochmal zu sagen, weil ich hatte... Alle Touristen waren jetzt erstmal unterwegs gewesen. Ich habe gerade keine neuen Touristen in petto. Die Touristen gemacht haben, können ihre Touristen aber gerne updaten und sagen, wenn sie nochmal woanders hin wollen. Ich habe jetzt erstmal die grundsätzlichen Sachen erledigt.
wo alle hin wollten. So, jetzt sind wir bei den letzten paar Minuten. Du, 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 du. Oh, hier läuft man tatsächlich trocken, ne? Kurz in der Nacht. Aber so ist das halt. So ist das halt. Müssen wir halt später mal irgendwie was hinbekommen. Guck mal, und Körben ist auch schon zu 50% gescannt. So, jetzt ist der gute Mann hier fertig. Das heißt, wir können jetzt mal die ganzen. Die ganzen, also den, ne? Nico hieß der, richtig? Nico Körmen, genau. Der sitzt wahrscheinlich in seinem. Ja, in seiner Unterkunft. Da kann er jetzt mal herüberhüpfen. So, und hier sollten jetzt Nico und Pochi drin sein. Jawohl, das hat auch geklappt. Sehr schön, das heißt, wir können jetzt hier eigentlich abdocken gehen und die Touris nach Hause bringen. Und wenn ich die Touris nach Hause bringe, keine Kotzrolle, bitte. Du meinst, ich soll sowas hier zum Beispiel nicht tun? Das wäre ja sehr ärgerlich, wenn den Touristen da schlecht werden würde, ne? Also ich meine, mir würde schlecht werden, muss ich mal der Fairness halber dazu sagen. So. Gut. Ey, halt das mal an, ne? Hui! Bisschen Abhärtung muss auch mal sein. Bremse! So. Sinnvoll eingesetzt, das Monopropellant. Total sinnvoll eingesetzt. Dafür hatte ich es mitgenommen und für nichts anderes. Oh, habe ich hier noch irgendwas drin? Ach, kann man auch von drinnen nicht reingucken. Hat mich wieder keiner daran erinnert. Oder ihr habt mich daran erinnert, ich habe nichts, hab's nicht gelesen. Das ist egal. Wir haben ja die komischen Bazis angebaut. So. Gut, das heißt, wir machen jetzt im Orbit eine kleine Wende nach Hause. Nochmal Tschüss sagen zur Raumstation. Mal gucken, ob wir das aus der Innenansicht hinbekommen. Ich bereite uns hier schon mal auf die Zündung vor. Da wollte ich hin. Wir müssten theoretisch aus dem Fenster raus die Raumstation sehen können. Ah, da. Guckt mal. So, wir gucken mal zum Fenster nochmal und winken unserem Zuhause, das wir hier im Weltall einige Zeit hatten. Ja, nicht so. Doch, hier. Er kann es auch ein bisschen sehen. Blöder Platz halt, ne? Gut, Nico, du hast da ja auch gewohnt. Von daher. So, würde ich mal sagen, wir fliegen jetzt heim und verlassen die Kerbin Space Station mit unseren Touristen und bringen erstmal unsere Periapsis auf einen angenehmen Wert kurz über der Atmosphäre runter, dass wir eine schöne, smoothe Landung machen können. Dass wir die hier nicht unnötig der Gefahr aussetzen, zu flippen und dabei zu sterben. So. Gut, die zwei sind unterwegs. Nico natürlich auch als Abonnent dieser Sendung unterwegs. So wie alle Besatzungsmitglieder auf der Kerbin Space Station. Ich hatte letztes Jahr eine GoPro mit. Das ist aber nicht so gut geworden, wie ich gedacht habe. Ich habe hier immer noch Videos rumliegen, von denen ich ursprünglich auch mal gesagt hatte, dass ich sie veröffentliche. Aber ehrlich gesagt waren die nicht so doll. Ich fand die nicht so spannend. Also ich habe da noch Zombie-Videos. Ich habe aber dieses Jahr keine GoPro organisiert. Ich besitze nämlich selber keine. Ich hatte mir die nur ausgeliehen. Ja, was soll ich sagen? Ist auf jeden Fall witzig, aber ist halt anders. Und ich bin dieses Aufnehmen mit einer GoPro auch gar nicht gut gewöhnt oder bin es gar nicht gewöhnt. Und deshalb glaube ich, sind die Aufnahmen vielleicht auch einfach nicht so gut geworden. Weil ich da schlicht und ergreifend keine Ahnung von habe. Tada. Wie können wir dich überzeugen, die schlechten Bilder zu zeigen? Ich muss erst mal gucken, ob ich mich nicht verquatscht habe. Doch, ich habe sie tatsächlich liegen auf meinem Desktop. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. Es ist alles noch da. Es ist alles noch da. So, oh Gott, die gibt es tatsächlich noch. Ja, wie könnt ihr mich davon überzeugen? Ich weiß es nicht. Wie könnt ihr mich davon überzeugen? Wie wäre es mit gar nicht? 10.000 Euro, ich glaube, das ist es definitiv nicht wert. Also ich würde da keinen monetären Gegenwert für erwarten. Lasst mich doch einfach mal gucken, ob ich vielleicht auch in diesem Jahr auf der Zombie-Apokalypse nochmal ein paar Bilder generieren kann. Und vielleicht mache ich mal einen Zusammenschnitt der beiden Jahre oder sowas. Dann ist das ein bisschen mehr Material. Das 200 Follower Spezial. I see what you did there, Emojack. Aber ich gehe da überhaupt nicht drauf ein. So, jetzt lass mich kurz Bier nachschinken. Ich begieße jetzt mal freudig, glücklich
Ihr merkt ja, wie ich quasi fast in Tränen ausbreche. Meine 200 Follower bei Twitch. Unsere Treue, dass wir dir weiter treu bleiben. Das ist übrigens Erpressung, Kashi, und auf sowas gehe ich nicht ein. Ich guck mal, es ist ja noch da. Und was da ist, ist noch nicht weg. Und dann schauen wir einfach mal, was man da so draus machen kann. Was haltet ihr denn davon? Ich weiß wahrscheinlich nichts, ihr wollt die jetzt sehen und besser, noch viel besser, eigentlich vor 5 Minuten. Aber nö. Einfach mal nö. So, ich pump das hier mal runter auf so, keine Ahnung. 40 oder so. Ist eigentlich auch egal. Es wird schon alles irgendwie klappen. So, und dann... Ah ja, noch so viel Fuel. Es ist eine Schande, das wegzuschmeißen. Aber naja. Leer Staging. Normales Staging. Ist eigentlich dieser Blitzeffekt, wenn man staged, ist das neu? Gab es das früher auch schon? Ich habe da nie so drauf geachtet. Also in den 1.1er-Versionen von KSP. Mir ist so, als ob dieser Staging-Effekt mit einem Lichtblitz neu wäre. Oder ich bilde es mir ein. So, zack. Parachute. Parachute. Ein Date mit Andy. Hä? Das verstehe ich nicht. Kekse. Kekse ist auf jeden Fall eine gute Idee. Was gibt's denn heute für gutes Bier? Du hast den Anfang verpasst. Oh, heute gibt's ein Darkon oder Darkon. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Es ist ein Schwarzbier von Braufaktum. Ein Craftbier. Und Braufaktum ist aus... Steht das hier irgendwo drauf? Frankfurt am Main sind die. Also diesmal eher so aus dem westlichen Deutschland. Joa. Ist ganz nett. Also ich mag generell Schwarzbier. Für mich könnte es ein bisschen malziger sein, aber das ist ja immer Geschmackssache. Hat Aromen von Bitterschokolade, Schwarzbrot und Malz. Das lese ich übrigens gerade vor. Ja, Schwarzbrot kann ich bestätigen. Die Bitterschokolade habe ich noch nicht gefunden. Die hat sich wahrscheinlich am Boden der Flasche abgesetzt oder so. Mal gucken. Aber ja, ist ein nettes Schwarzbier. Ob ich es jetzt jede Woche trinken würde, ist mal wieder eine andere Frage, aber es ist ein nettes Schwarzbier. Das ist wirklich, wirklich gut. Also ich habe schon deutlich schlechtere Schwarzbiere getrunken. Von daher, ja, und von der Größe her eine angenehme Flaschengröße, finde ich. Also die haben eine, was ist das hier? 650 Milliliter Flasche, auch ganz eigenartig vom Format her. Aber ist gut, ist gut. Also, falls jemand von Braufaktum zugucken sollte oder das hier irgendwann mal sieht. Euer Darkon ist ein gutes Schwarzbier. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unter geschäftliche Kontakte auf YouTube. Sponsorenverträge werden gerne entgegengenommen, besonders wenn es um Bier geht. So, ja, genau, Dauerwerbesendung beendet. Jetzt machen wir mal den Wiedereintritt hier fertig, damit wir zum Mond können, denn wir wollen ein bisschen rumrovern. Rumrovern. Sag mal, wollen wir das eigentlich so machen? Das wäre jetzt eine Überlegung, wenn wir gleich die Touris gelandet haben. Meine Überlegung wäre mich folgende. Und zwar, dass ich den Vertrag annehme für den Minmus Forschungskrimskrams. Also hier entdecke Minmus oder wie auch immer der heißt. Und den Vertrag annehme für einen Scansat dahin schicken und wir den schon mal losschießen, weil der braucht eben ein paar Tage dahin zu kommen und dann können wir, während wir warten, dass auf dem Mond wieder die Sonne auftaucht, kann der Satellit mit dem Scansat-Ding schon mal losfliegen. Das wäre so mein Vorschlag. Also, dass wir noch kurz einen Satelliten starten Richtung Minmus raus und dann zum Mond rüber wechseln und die Zeit, die wir eh vorspulen müssen, nutzen, damit der Satellit schon mal unterwegs ist. This would be my plan. So, wo landen wir? Wir landen hier wahrscheinlich irgendwo da so. Berge oder... Ne, ich glaube, wir splashen, glaube ich, sogar noch ins Wasser, oder? Ah, muss man sehen. Huch, hier ist ja schon voll die heiße Nummer. Ich mach mal der Gerät an, damit das ACS uns gerade hält. Okay, ja, wenn ihr das auch so seht, machen wir das doch so. Also wir landen jetzt einmal die Touristen, hoffentlich ohne die umzubringen.
kassieren die große Kohle. Und dann fliegen wir los in Richtung Minmus mit einem Scansat und dann fahren wir Rover. Der Kurassen flippt den Table weg. Warum flippst du denn den Table weg? Und der Kashi auch noch. Ihr seid nicht so gut erzogen mit dem Mobiliar anderer, oder? Dürft ihr das bei Andy im Channel seine Tische umschmeißen? Bei mir finde ich das voll nicht nett. Das ist schließlich mein Tisch hier im Kanal. Der wird hier nicht geflippt, weil ihr das lustig findet. So, das sieht ziemlich nach Wasser aus. Ihr könnt jetzt mal den ASCII-Emoji raussuchen für ich stelle den Tisch wieder ordentlich hin. So, kleine Rauchspur, die wir da hinter uns herziehen. Ist hier irgendwo noch unser anderes Teil? Ne, da ist es schon zu weit von uns weggedriftet. Das können wir nicht sehen. Ob es einen Schweif hat. Ne, zu weit weg. Der Andi dürfte das. Hier dürfte das nicht, dann haben wir das ja mal geklärt. Einrichtungsgegenstände werden nicht kaputt gemacht. Sehr schön, Luca. Luca hat das gelernt. Jetzt holt ihr euch alle noch einen Handfeger und ein paar Hausschuhe. Und dann ist alles gut. Dann setzt ihr euch hin an den Tisch, der jetzt wieder steht, und dann kriegt ihr ein Bier. So ist das gut. So, jetzt dreht sich der Teil wieder, aber es ist auch vorbei, aerodynamisch. Also wir können mal RCS und SAS rausnehmen. Den Rest kriegen wir so hin. Jetzt schütteln wir hier die Touris nochmal ein bisschen durch. Und ich würde sagen, ich hau das mal in Zeitraffer. Das ist jetzt nicht mehr besonders spannend. Wir wissen ja, was passiert. Wir fallen jetzt nämlich nach unten. Ja, virtuelles Bier kann ich an so viele Minderjährige verteilen, wie ich will, Idel. Denn virtuelles Bier macht auch nicht betrunken und ist damit wahrscheinlich nicht alterskontrollpflichtig. Flistis. So. Ab dafür nach unten. So. Fallschirme auf, bitte. Und dann sollte sich das erledigt haben. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das werden sie auf jeden Fall wohl ganz knapp überleben, die Touristen. Und hier wird der Aufstand geprobt. Das ist aber nicht nett. Und Tasmo 234 ist damit wohl, wenn ich richtig mitgezählt habe, ganz offiziell der Kerbonaut Nummer 202, bin ich richtig informiert. Hallo Tasmo, du darfst dich offiziell Nummer 202 nennen. Und willkommen als Follower und Kerbonaut. So, ich hole dir mal die Wessel wieder rein. Und dann machen wir uns mal schnell an den Scansat. Den kann ich, glaube ich, auch 1:1 übernehmen, weil ich noch nicht besonders viel neues Material habe für so einen Scansat. So, aber erstmal gucken wir, die sind erledigt. Dann sollte das hier nämlich auch erledigt sein. Da haben wir einmal 56.000 von dem einen und 32.000 von dem anderen Touristen. Das ist auch wieder ein bisschen Kohle. Das hat auf jeden Fall beide Raketen finanziert und noch ein bisschen Kohle hängen lassen. Und mein Vorschlag wäre jetzt zu sagen, also wir nehmen den hier noch an und dann nehmen wir den hier noch an und dann machen wir das mit dem Scansat, was jetzt natürlich nicht gut funktioniert, leider. Ich hatte eigentlich noch überlegt, hier noch das Minmus-Programm scharf zu schalten. Crewed Missions, Land Probes on 3 different Dingsbums. Aber eigentlich können wir das noch scharf schalten, oder? Da steht nicht, dass ich nicht mit einer Probe die Entdeckung machen kann. Dann können wir das noch scharf schalten. Das gibt wieder ordentlich Kohle rein. Oder? Was haltet ihr davon? So, das hieße nämlich, wir geben jetzt hier einfach mal stumpf 563.000 aus. Und holen uns dann das Minmus-Programm. Da kriegen wir dann nämlich richtig dick Kohle umdrauf. Und wir kriegen vor allen Dingen auch einen Vorschuss. Und dann gibt es 400% Bonus. Und zack. Das endet dann, wenn wir die Flagge auf Minmus aufgebaut haben. Und wir upgraden auf To Boldly Go. Das heißt nämlich, wir kriegen mehr Kohle noch von Biomen, wo wir noch nicht waren. Bisher haben wir halt die 1 aktiv. Da kriegen wir 15.000 Funds
Noch mit dazu. Und jetzt nehmen wir noch die 2 aktiv. Da kriegen wir nämlich 25.000 Funds und wir kriegen plus 100.000, wenn wir das von einem Biom übertragen oder von irgendwo übertragen, von wo wir noch nicht waren. Also einem neuen Celestial Body. Das müsste theoretisch mit Minmus funktionieren. Das heißt, ich schalte jetzt hier mal die Kohle-Grinden-Nummer komplett frei und eigentlich sollte das ganz gut passen. Und Kashi, das kann ich dir nicht sagen, ob dann der Kashi-Kerman ins Spiel kommt, weil die Minmus-Crew werde ich erst zusammenstellen, wahrscheinlich für die nächste Folge. Heute sind wir ja ganz gut ausgebucht mit der Probe, mit hoffentlich dem Mondprogramm, wo dann noch ein bisschen gearbeitet wird. Ich hoffe, dass diese blöden Satelliten auch noch fertig werden. Dann gucken wir mal, was noch zu tun ist. Aber wir werden heute, so viel kann ich euch schon mal sagen, nicht die bemannte Crew nach Minmus losschicken. Heute beginnen wir mit der unbemannten Erforschung von Minmus. Aber das Minmus-Programm ist jetzt gestartet. Also, ja. Ja. Wir werden Minmus erforschen.